Ein schnelles Spiel, überraschende Wendungen und Spaß mit Flaggen. Das alles ist Flag Football. Die eigentliche Saison ist zwar schon vorbei, doch trotzdem treffen sich 5 Teams aus Berlin und Brandenburg, um beim alljährlichen Pumpkin Bowl der Wild Grizzlies Wittenau noch einmal zu zeigen, was sie können. Alle sind bei uns vorbeigekommen hier am Eingang und haben gesagt, Mensch, schön, dass ihr es nochmal macht. Schön, dass wir nochmal die Chance haben. Flag Football ist eine Variante des American Football, doch unterscheidet sie sich in kleinen, aber feinen Unterschieden. So wird beim Flag Football mit einer Mannschaftsstärke von nur 5 Spielern pro Team gespielt. Und am allerwichtigsten, das ohne jeglichen Körperkontakt. Man kann sich dadurch schonen. Und man ist beim Football aktiv trotzdem dabei, man hat dieselben Aufgaben und das macht einfach Hammer Spaß. Trotzdem gilt es für die Mannschaft im Ballbesitz, die Offense, den Ball in die gegnerische Endzone zu tragen, während das gegnerische Team, also die Defense, versucht, Raumgewinn zu verhindern. Das geschieht durch das Ziehen der Flagge und macht es unglaublich spannend. Wirklich schnell, dass man auch Spiele noch drehen kann, selbst wenn man vielleicht mal hinten liegt. Und die Intensität und auch, dass es halt einfach wirklich schnell geht, das macht's sehr, sehr spannend und interessant. Am Ende geht es aber vor allem um den Spaß und das Miteinander auf dem Feld. Und eben weil es sich beim Pumpkin Bowl um ein reines Fun-Turnier handelt, kann jeder mitspielen. Auch Teams, die noch nicht in der Liga sind. Viele neue Leute, auch bei den Teams, die man sonst im Ligabetrieb sieht. Und dass man einfach merkt, okay, es kommen mehr Leute dazu, wir machen das Ganze größer. Und in der nächsten Ligasaison 2022 werden wir die hoffentlich auch die Lions und die anderen sehen. Jede der 5 Mannschaften hat einmal das Vergnügen, gegeneinander antreten zu dürfen. Gespielt wird nämlich jeder gegen jeden. Und so kommt es zu einer kleinen Sensation. Denn nach den insgesamt 10 Partien geht der Sieg an die Lichtenberg Lions, für die der Pumpkin Bowl das erste Turnier überhaupt ist. Wir halten einfach als Team gut zusammen, gerade als wir hinten waren gegen Potsdam. Da hat unsere Sideline uns richtig gut unterstützt und das ist auch das, was uns getragen hat letztendlich. Ja. Die Trendsportart aus den USA scheint also auch in Deutschland angelangt zu sein. Ein schnelles Spiel mit überraschenden Wendungen. Aber Saison oder nicht, eine Sache darf auf keinen Fall zu kurz kommen, nämlich der Spaß mit Flaggen.